So, ein letztes Mal meine wunderschöne Stimme, die andauernd übersteuert. Wieder. Ja, letzte Folge war zerklüftet dran. Diese Folge nichts Geringeres als PvP-Welt. Und davon hat man wirklich noch nichts gesehen. Ich glaube, von zerklüftet eigentlich auch noch nicht, aber Sag mal, PvP-Welt, das haben Leute, wir so ein bisschen hinter den Kulissen gemacht. kann es sein, dass man sein Inventar verliert, wenn man da reingeht? Eigentlich Oder war das nicht. so? Okay, gut. Eigentlich wollte ich das, aber es hat nie geklappt. Deswegen Hey, was hier machst du auch an meiner dieses Tastatur? mit dem Inventar da. Wo Es war steht eigentlich. Feld? Psch, die Klappe. Es war eigentlich geplant, wenn man da rein, dass man in das sein Inventar geklärt wird. Und wenn man wieder herkommt, hat man anders ein Inventar. Und es gibt auch dafür ein Plugin. Das ist Multiverse Inventories, aber das hat irgendwie immer nicht geklappt. Deswegen habe ich dann hier diese Kiste erstellt, wo man einfach seine ganzen Sachen reinklöppelt. Ich denke mal, es wird gar nicht alles reinpassen von mir, ne? Wird man die wichtigsten Dinge, die jetzt Rap so Samen und Ja, aber ich würde, ich weiß nicht, wenn ich glaube, ich lege lieber die unwichtigen, die, ja genau, die, genau, die Sachen tue ich mal rein. Ich, wollte ich ja die ganz achso. wichtigen Dinge. So, hier. Doch, das passt. Hat jemand noch eine Ich Kiste für hab mich? meine Rüstung ja noch. Ey, Das Doof ist halt, man kann keine Doppel-Enderkiste machen, das ist das Problem. Was machst du da, Herbert? Oh, die brauche ich viel länger zum Abbauen. So, der Rest ist eigentlich egal, wenn er verloren gehen sollte. Warte mal. Weil ich will das jetzt mal alles hier oben Das ist in. schon wichtig. Okay. Die Leine hier brauche ich, bitte, bitte, bitte. Eine Leine, ne, die können die ist auch wichtig, weil den das so. Nein, die kannst du von mir aufgesammelt haben, als mein Pferd gestorben. Das kann sein. Was ist das? Ist das Pferd die ganze Zeit rumgehüpft? So, kann ich ihn irgendwas reinwerfen? Wie konnte ich die doch? Und dann wäre es gut. Ich gehe schon mal vorne. Wir nehmen die ganze Zeit auf, habe ich ganz vergessen. Okay, rein da. PvP-Welt. Das habe ich auch noch nie im Ja, Shader warte. gesehen. Ja, Leute, jetzt Warte. haltet euch noch ein letztes Mal fest Wir müssen Dandelion für diese reinnehmen. kleine Reihe. Das fängt ja weg. Das ist die falsche Richtung. Müssen wir? Nein, warte. Warum? Leute. Oder ganz ruhig hier sein. Wissen wir, Wir Herbert? müssen Dandelion als Tech Pack Ja, reinnehmen. wissen wir? Warum? Wieso müssen wir? Ja, weil wir es in Dandelion gebaut haben, alles. Ach so, ja, dann mache ich das mal, wenn du meinst. Aber ich habe den Line leider nicht auf. Aber es geht, glaube ich, trotzdem, das weiß ich noch. Wenn es nicht wieder automatisch rausgeschmissen wird. Ja, PvP-Welt. Irgendwie ist dann das so entstanden, dass wir vorhatten, die PvP-Welt zu machen. Ja, und wie, durch die ganze Plugins und so. Und dann ist halt. Ich weiß Mir gar nicht. kam auch die Sache erstmal mit diesem Musikbot vor. Ich glaube, gerade hier hast Oh du Gott. angefangen, irgendwie auf Teamspeak deine Musikbots zu machen. Stimmt, ja. Und Ich kann irgendwie. mich noch Ich. hier rum Oh, lol. erinnern, wie ich hier rumgesprungen bin und zu deiner Musik gelauscht Stimmt, habe. ja, hier, es hat alles angefangen mit dieser Insel hier. Die ist jetzt so ein bisschen mit so einem kleinen, ja, weiß nicht, mit so einem kleinen Tempel oder was auch immer das hier sein soll. Und dann hat Jona hier hinten irgendwie mal so ein Schiff gebaut mit so einem Heißluftballon dran oben. Das Schiff finde ich übrigens immer noch sehr, sehr geil. Ja, Aber ich das hätte den sieht nice aus. Heißluftballon, den wollte ich, weiß nicht, den. Wir hätten mal noch so ein paar einzelne Heißluftballons in den Himmel gemacht. Das hätte ich Und ganz cool wolltest du mal gefunden. kopieren? Genau, das wollte ich kopieren, aber habe ich dann irgendwie nie gemacht. Und hier geht's halt dann wieder zurück. Das ist so ganz toll gemacht hier mit dem Portal, so, weil es ging irgendwie anders nicht. Und hier geht's dann in unsere. Da steht da noch ein Connor, oder? Steht er da noch? Weiß nicht. Hatte ich hier nicht Nein, da ein. oben drauf steht er nicht mehr. Nee? Ich hatte hier mal einen Ich Connor hatte mal alle aufgestellt. vier stehen. Ja, genau, wir Ich hatte standen nicht hier mal mal alle alle Bilder vier. stehen. Und dann haben wir halt so einen kleinen Brunnen mit so einer mehr oder weniger. Ja, Lobby ist es eigentlich noch Ja, nicht. den Brunnen, den hat Jona geholfen. Das Der ganze Brunnen, andere hier ja, rum, genau, das haben wir dann kopiert rum, weißt du noch? Du das hast blaue eine Zeug Seite habe ich gebaut und auf gebaut. der anderen Seite Genau. habe ich das dann kopiert. Da war ich sehr stolz auf diese Kopierkünste, wenn man sich das mal von außen anguckt. Diese Dinger sind ja alle künstlich angelegt mit World Edit natürlich. Und diese Brücke da, die haben, ich weiß gar nicht, haben Jona und ich oder so zusammengebaut oder Hab ich mit. ich gebaut und hab die dann noch verändert. Genau, und dann haben wir die einfach darüber kopiert, Einer damit die wir alles das Brücke. gleiche haben. Und hier oben gibt es noch so ein kleines Jump'n'Run, das kann ich ja mal just for fun mal machen. Das habe ich gebaut. Krieg ich das hin? Das Wo ist ist denn. eigentlich relativ Ne, wo ist einfach. denn der Start, meine ich? Hier. Ja, da bestehe. Muss hier so außen rum, ne? Oh Gott, ich krieg Nein, das gar nicht hin. So. Ja, sie sind total leicht, ne, Jona? Nein! Ich bin So, ist auch egal jetzt. Und hier drüben sollte man dann von hier aus so auf so einzelne kleine Inseln gehen. Und wir wollten eigentlich so eine riesen Bäume machen mit World Edit, auch erkennt man diesen runden Dingern. Aber das sah immer scheiße aus, deswegen haben wir da immer nur diese kleinen Dinger gelassen. Und von hier aus kann man dann mit einem Plugin tatsächlich in Bedwars Maps
Und ich würde sagen. Und wir hatten ja diese chaotischen Bad-Boss-Runden, ne? Ja, genau, und ich. Da, wo warte. Konrad am Ende gedacht hat, fick alles, und hat sich dann OP gemacht und alles in die Luft gesprengt. Genau, stimmt. Das war aber von Nitrado so eine Folgequelle. Ich meine, ich tippe mich jetzt mal in eine Map, ich weiß gar nicht mehr, wie meine hieß. Meine Bad-Boss-Map. Meine Server hier einfach mal. Oh. Wie hießen die? MVTP? Oh, wie. Warte, ich muss mal die Worlds alle sehen. Warte, MV, man konnte. Word oder MV? Das Schild ist weg. Hast du abgebaut, Herbert? Oh, du bist so ein Vollhorst, Alter. Was war das denn jetzt, Herbert? Ich weiß überhaupt nicht mit Absicht, dass es wäre noch. Ich war im Creative und habe ich da. Aber eigentlich mit Rechtsklick drauf machen und wirklich in das Flächen halten. Och, Herbert. Warte, ich muss aber. Wie hieß denn die Map? Also deine ist auf jeden Fall, wir gehen erstmal in deine. Maiden. Ja, aber ich meine meine auch. Ich hatte ja auch was und Rufen hatte ja auch was. Eure habe ich gar nicht kennengelernt. Snail Invasion, ich weiß gar nicht. Ich habe auch eine gebaut. Also jeder, es war der Plan, dass jeder eine Bed Wars Map baut. Achso. MV Confirm muss man immer noch eingeben. Sterbe ich jetzt eigentlich? Ah ne. Genau, dann ist es genau. Ich meine, man geht jetzt mehr in Fly Mode, nee, Game Mode 1 ein bisschen. Man ist jetzt hier natürlich im Game im Survival-Modus, weil hier Bed Wars gespielt wird. Sieht man nur noch die Brücke, irgendwie wird das dann wieder resettet oder so, wenn man den Map neu startet. Ich meine, Plug, das war damals alles ein bisschen komisch, das hat nicht ganz das, so gut geklappt. Ne? Nee, das ist von Herbert. Herbert hat dann einmal so einmal eine Schnecke gebaut, weil ich TP euch mal zu mir alle. Einmal so eine Schnecke gebaut. TP all. All. Das haben wir übrigens auch mit der Hilfe von Tom Yu gebaut. Nee, das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Herbert hat eine Schnecke gebaut und ich habe die dann kopiert an die anderen Ecken mit World Edit. Ich meine nicht die Map, sondern das sind Plugins, aber egal. Nee, das habe ich alles gemacht. Mit den Plugins, das war eigentlich alles, das war so Stück für Stück habe ich dann alles dazu gemacht. Herbert? Ja? Ich bin gestorben. So. Ja, weiter spannend ist ja eigentlich nichts. Man sieht da an den Ecken immer diese Punkte, man muss halt so eine Map so markieren und so, das ist eigentlich ganz süß gemacht. Und das hat Herbert hier gebaut. Snail Invasion haben wir das am Ende genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn meins? Ich glaube, es hieß einfach nur Bed Wars Connor oder so. Ich glaube, die Namen haben wir dann später erst gegeben. Wie, man konnte irgendwie alle MV, konnte man alle Dinger sehen. MV List, genau, so war das, glaube ich. Ah ja, genau. Bed Wars Ruby, Bed Wars 1000. Lol, meine ist gar nicht da. Ach, gibt zwei Seiten wahrscheinlich, ne? Ich mach mal MVTP. Bad Wars. Jetzt erst für mich, Connor. MV Doch, Confirm. Da. So, ich bin ein Creative. Nein! So, irgendwo muss jetzt hier. Da oben. Da oben ist meine. Nein! Da oben ist meine Plattform. Oh. Hä? Lol. Ich hab da. Wo bin ich denn gelandet? Ich hab damals einfach angefangen mit der Mitte. Oh, meine Hand tut voll weh, Alter. Gott, da kannst du mich mal zu dir tippen. Ja, gleich. Ich muss erstmal hier hinfliegen. Und der Sinn. Ich habe mit der Mitte angefangen, der Sinn dabei war, dass ich in der Mitte habe, wo so Feuer und Wasser irgendwie so zusammenfließt. Ich mach mal wieder an. Ach, die Map, die ist cool. Ich weiß nicht, was du meinst. So, und hier so hast du halt hier so Wasser, hier Wasser mit Gras und Glas und Bäume so und halt hier so eine Höhle. Und das verbindet sich in der Mitte halt so zu lila und dann sollte hier halt der Goldspawner sein. Aber wie man sieht, habe ich nicht weitergebaut, es sollte zweimal. Ne, einmal zwei, also sollte auf jeden Fall nur zwei Betten sein, nicht vier wie mit Herbert. Ich glaube, es sieht bei Nacht auch ganz cool aus. Wollte ich mal gucken. Time set night. H, G, T, so. Ah, da hat eben jemand gerade was abgebaut, das habe ich ganz genau gesehen. Gehört, meinst du? Doch, ich glaube schon. Ich habe was gesehen. Das voll cool aus, weil die Lava halt so leuchtet. Ja, es sieht eigentlich ganz cool aus, aber es ist halt nie wirklich fertig geworden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt bei. Bei Ruven? Bei Ruven? Ich hab nicht viel gebaut, ich hab nicht gefragt. Aber ich will ja trotzdem aber mal gucken. So wie der MV Confirm. Hä? Oh, meine Hose tut irgendwie weh, dann müssen wir sie ausziehen. Sorry. Nein, ich sterbe jetzt! Oh Gott. Das ist halt das Komische, das Dumme ist halt, man spawnt auf Ebene 0, aber wir haben angefangen, also wir haben mit dem Bauen angefangen auf Ebene, also auf auf Y-Koordinate. 100, damit man, wenn man halt da unten stirbt, unfällt einfach stirbt. Und ich weiß gar nicht, was rufen jetzt hier. Der hat einfach auch mit der Mitte angefangen. Oh, es dauert so lange, hier hochzufliegen. Ja, ich muss erstmal raufkommen. Das glaube ich einfach. Das lohnt sich gar nicht. Das ist immer nur so eine Holzplattform.
Ja. Nee, das lohnt sich wirklich. Das ist einfach eine Holzplattform. Ich hab auch was gebaut, schon ein bisschen. Und dann kommen wir jetzt als letztes zu Jona. Ja, wie gesagt, jetzt einfach nicht so viel passiert, weil da sind wir halt dann nicht fertig geworden. Da war dann irgendwann die Luft wirklich endgültig raus. Aber ist auch nicht das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Ist auch so irgendwie confirm wieder und dann wieder Game Mode 1. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Da muss ich noch besser bauen. Das kenne ich wirklich noch nicht, jedenfalls nicht. In dieser Form, oder? Nee, das kenne ich noch nicht in dieser Form. Cool, das kenne ich wirklich noch nicht. Vielleicht höre ich mal wieder zu mir. So. Ach, Mann, das ist so nostalgisch. Oh, das kenne ich auch nicht. Oh, das kenne ich. Da hat er so ein Luft und Wasser und. Stimmt, hier unten ist ja auch noch mal was. Habe ich irgendwann mal Erde abgebaut? Cool, stimmt. Das kenne ich wirklich noch nicht. Cool. Mit Wasser, stimmt. Das ist. Ich finde die Musik gerade ziemlich nice. Ja, die ist von einem Typen. Der Typ heißt Hephaestos. Der hat, glaube ich, 180 Abonnenten, völlig unbekannt. Und ich habe den mal irgendwie entdeckt, der macht so eine 8-Bit-Mucke. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. So, und meine Hand tut schon voll weh, Alter. So, und jetzt hier. Sollen die Zusammenführung aller vier Elemente sein? Ja, sieht ganz cool aus. Aber ist halt wie bei mir auch, da rufen wir auch einfach nur in der Mitte, mehr nicht. Und ich hätte ja fast gerne mal eine Runde gespielt, aber ich weiß gar nicht mehr jetzt die Commands, wie man jetzt am Ende. Join konnte in so eine Dings und das geht glaube ich nicht, ne? Ich will das jetzt. Ja, das wird wahrscheinlich sowieso nicht klappen, weil die Plugins da war ich dann doch nicht können so jetzt gut. Mal, ich glaube, das ist schon die längste Folge bisher. Ich glaube, jetzt können wir auch mal aufhören. Ja, ich überlege gerade, wo wollen wir denn aufhören? Ich würde eigentlich gerne zu Get zum Spawn zurück, also ganz am Anfang, und mich da irgendwie wieder dahin stellen, wo ich vorher angefangen habe, auf dem Dach. Nein, auf diese PvP-Insel. Mitten in dieser Burg. Ach so, ja, okay. Warte, MVTP und das müsste dann PvP einfach heißen, oder? Ja. So. Das halt mit den Dingern hier alles noch so ein bisschen. Oh fuck, jetzt sterbe ich. Jetzt bin ich auch mal gestorben. Glückwunsch. Nein, oh nee, Game Mode. So, jetzt aber. MVTP, MV Confirm, muss halt immer noch eingeben, dass man das auch wirklich möchte. So. Hallo? So. Ist halt doof. Wie ich gerade erklärt habe, das ist alles noch so in der Alpha hier. Alles noch so ein bisschen, naja, unprofessionell. Ja, oh Gott, das flimmert gerade bis näher der Shader. Hab ich jetzt eigentlich meine Sachen verloren? Nee. Okay. Gut, dann schieben wir uns mal jetzt hier oben in die Burg. Warte, ich tippe euch gleich zu mir. Und hier hatte ich nochmal irgendwo einen Connor aufgestellt, der einen immer angeguckt hat. Das weiß ich noch, das war cool. Oh, das war so krass. Und ich hatte auch damals einen Enderdrachen gemacht, der hier rumgeflogen ist. Stimmt. Da konnte man so einen Weg machen, wo der Enderdrachen ist dann nicht so rumgeflogen, aber es sah am Ende dann nicht so aus, wie ich wollte. Das wollen wir vielleicht da vorne in den Park, weil ich finde die Insel ist wirklich schön. Ja, die ist schön geworden. Ja, das stimmt. Wer hat das eigentlich gebaut? Die Dinger, keine Ahnung. Also ich habe eigentlich das dann so. Ist nicht irgendwie jeder so gebaut? Weiß ich nicht, aber ich kann mich ja, also ich glaube, das eine Ding hat Jonah, glaube ich, gebaut und ich habe es dann einmal dupliziert und das noch ein bisschen optimiert. Ich habe das Ding auch nochmal verändert, weil ich weiß, dass ich diesen See hier gebaut habe. So, und das Ding habe ich auch 20 Mal verändert, das Portal also am Ende. Ich weiß auch, dass ich die Mauer gebaut habe und die Brücke hier habe ich verfeinert. Ich weiß nur, dass ich das Schiff gebaut habe. Ja, genau. Ja. Also echt krass. Ja, genau. Das war unser Server. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ach, das End! Es ist ja noch gar nicht Schluss. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Jetzt kommt ja noch das End. So Leute, ab zum End, würde ich sagen. Das okay. Heißt, wir müssen noch mal zum Rathaus zurück. Achso, ich nehme meine Sachen wieder mit. Folgeschluss. Ich weiß nämlich jetzt auch. Die Folge beenden, oder? Nee, das geht nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob jetzt. Wieso habe ich zwei? Ich habe ja zwei Schwerter, Plündi und Stich. Stimmt, oh Gott, ist das lange her. Ich frage mich jetzt gerade, ob dann jetzt wirklich da ein zweiter Enderdrache ist. Eigentlich. Nee, nicht, ne? Ach, du warst schon dran. Okay. Aber wir haben. Warte, wenn ich jetzt mal eingebe hier. MV-List, da sieht man nämlich alle Maps. Und da ist noch ein zweites End, glaube ich, soweit ich weiß. Ja. Das habe ich mal erstellt. Nee, ich wollte mich nochmal vergewissern. MV-List. End. Nether müssen wir nicht zeigen, da ist eigentlich nichts Besonderes. Never ever ein going back together. Gibt's da nicht so ein Lied oder so? Egal. So einfach hier einfach. Ich dachte, das sind Commanding Table. Forever together. So mein Inventar ist so. Herbert, was machst du jetzt schon wieder? Herbert? Mag uns nicht mehr. Herbert? Sein Internet ist wahrscheinlich. Also, okay. Also machen wir es jetzt noch. Wollen wir das Secret noch zeigen? War das Internet? Herbert? Rufen? Ja. Oder nee, komm, ist auch egal, wir gehen jetzt vor. Wir gehen jetzt nochmal fix ins End.
Stimmt. Da habe ich noch sowas von zu erzählen im End. Ja, das kommt jetzt alles noch in die Folge rein. Dann wird die halt ein bisschen länger, die Abschlussfolge. Wo ist jeder Ausgang? Das suche ich jedes Mal. Das wird sich niemand außer mir Limo angucken. Ja, ist doch egal. Dann gucken wir uns halt später in 20 Jahren an. Was? Und Tralle guckt dir das auch an. Echt? Ach ja, genau, wir hatten damals auch noch diese Map vom Server. Wisst ihr noch? Was meinst du? Hä? Diese Map. An der Internetseite. Ach ja, ja, klar. Genau. Ja. Das ist ich. Das ist, glaube ich, die einzige Ehrenfalle. Die gibt's, glaube ich, noch, weil der PL, wenn Dünnmap da oben steht. So, die habe ich mir noch eingespeichert. Dünnmap steht da irgendwo Dünnmap. Weißt du, mach das mal in die Videobeschreibung. Ja, ja, die kommt in die Videobeschreibung. Wenn ich es nicht vergesse, kommt die in die Videobeschreibung. Aber die müsste sogar noch. Na gut, mache ich dann. Ab ins End. Ach, schon, wir sind noch gar nicht im End, bis wir das gefunden haben, Alter. Oh Gott, guck mal, Jonas, flimmert. Muss das so? Bitte warte. Ja. Also, ich weiß, tut mir leid. Oh, scheiße. Der Shader macht die drin auf immer so hell, das darf eigentlich nicht sein. Wir können also da rein, ja, ne? Aber weißt du noch, da, wir haben ja, wie wir das gefunden haben, ne? Ja. Das war echt krass, ne? Das hat ewig gedauert, ja. Da haben wir auf eine Reise begeben, aber es war cool. Das war wirklich sehr cool. So, jetzt rein da, oder? Jona, was mit Jona? Der ist doch da. Achso, Jona ist da. Und Herbert? Der ist wieder weg, Herbert. Herbert. 3, 2, 1, komm. Einfach rein. Aber so, ich möchte es jetzt gerne. Ja, der, Herbert, den TP ich mir jetzt noch zu. So, was, wo ist er da? Das Tolle ist nämlich. Hä? Scheiße. So, man hat jetzt, man sieht jetzt auch End und so, das ist alles. Wartet mal kurz, ich habe gerade einen Discord-Sound gehört. Ja, das war vielleicht von dem Lied. Nee. Herbert ist draußen. Nein, das war wirklich ein Discord-Sound. Achso. Herbert ist draußen. Ich glaube, ich habe die. Ach, mit dem End da hier. Das glaube ich noch von Tom und Joe mit dem. Das hat sich aber auch abgelöst. Normalerweise steht dann oben nicht jetzt Connor und dann in welche Welt man ist. Das hat sich aber irgendwie dann abgelöst. So, Herbert. Ach, der bewegt sich gerade nicht, das heißt. Ja, funktioniert und ich kann euch. Ich kann euch sehen. Ach so, er ist gerade die Map. Die Dings-Map. Ja, die habe ich auch noch irgendwo. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ah, jetzt ist er wieder da. So, jetzt ab hier ins End. So, jetzt habe ich noch mal was richtig Fettes zu erzählen. Also nicht. Oh, hä, was ist der Ausgang? Ich hab zugebaut. Du Sau, Alter. Warte, ich baller mich mal da durch. So. Mann, Jona. Ja, hier haben wir unseren glorreichen Enderdrang-Musik. Guck mal, da ist noch das Ei drauf. Und ich hatte das auch noch, dass ich auf YouTube so eine Playlist voller epischer Musik holt. Da hat Conor ja auch gemeint, nein, wir hören alle dieselbe Musik. Da haben wir total super lustige Musik gehört. Also ja, den Enderdrang-Musik. Stimmt, das wollte ich ja eigentlich aufnehmen. Das hat einfach damals, ging nicht mit dem Ding. Oh, guck mal hier, hier ist ein zweites Endportal, was man noch aktivieren muss. Das heißt, man kann irgendwie noch einen zweiten Enderdrachen besiegen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Müssen wir irgendwie nochmal gucken. Und weißt du, jetzt will ich nochmal was erklären. Und zwar, ich war damals, zu dieser Zeit, habe ich den Minecraft Story Mode verfolgt von Gronkh. Und da gab es im End, in eine, ich glaube, zweite Episode, gab es so eine Treppe, die so ewig hoch ging. Und da war über dem End so eine Schicht aus Obsidian und darüber war so eine Traumwelt. War alles so aus Wolle gebaut, im Prinzip so wie bei meiner Bedwars-Map. Also die Bäume waren aus Wolle, das Wasser war aus Glas, so ein Zeug halt, ne? Und das wollte ich hier am Ende, habe ich gedacht, das will ich auch irgendwann mal hier bauen, aber dazu sind wir natürlich auch niemals gekommen. Und ja, Ende Drachenmusik, das Drachenei habe ich irgendwann mal da wieder aufgestellt als Erinnerung. Und hier geht's dann zurück, wieder zum Spawn, beziehungsweise erstmal dann der Abspann wahrscheinlich. Okay, anscheinend doch nicht. Und hier ist jetzt genau der Spawn. Ah ja, genau hier. Genau da waren wir ja vorhin schon drin. Das ist der Endspawn. Das ist der. Ich bin beim Badge gespawnt. Ja? Naja. Okay. Gut, warte, jetzt stelle ich mich noch irgendwo hin, wo man so ein bisschen was sehen kann. Ja, ein bisschen auf die Kirche. Weil die Sonne geht auch gerade so schön unter. Genau, lass mal auf unseren Turm spielen und dann in Lytra fliegen. Ach so. Da so über. Jonas, ja, warte, ich will mal ganz normal den Sonnenuntergang gucken, weil das sieht extrem geil aus. Guck mal, Jona. Ich komme. Alter, sieht das geil aus. Oh, Alter, das ist. Warte. Weißt du, wie die Sonne. Wie gesagt, also die Mini-Internet, die funktioniert noch, ne? Ja, das ist ja klar. Ich hab. Das Plugin ist noch da. Man konnte da Ruben auch sehen und sowas. Das Doofe ist halt nur, wenn wir wieder auf Live in the Woods wechseln, dann wird die nicht mehr klappen. Ach ja, stimmt. Weil der Server dann ja sagt, wenn nicht mehr offen ist. Alter, sieht das geil aus. Das wäre eine doofe Idee. Er fliegt Elytra. Lass mal auf meinen Turm gehen, dort. Ja, runter. Dann lassen wir da zum Abschied nochmal auf Rubens Turm und dann fliegen wir da runter und dann. Warte, ich mach mal hier. Gif. Connor Elytra. Elytra. Am Ende wird nochmal gehackt. 64 Stück. Na super. Naja, gut, das möchte jemand was haben? Ey, nicht aufnehmen, bitte. Nicht aufnehmen.
Nicht aufnehmen. Nicht aufnehmen. Ups. Hast du aufgenommen? Ja. Ach so! Scheiße! Was ist denn? Jetzt liegen hier ganz viele Elytren rum. Schmeiß die da mal alle hin, genau. Die werden schon irgendwann despawnen. Oder verbrennen. Ja, warte, ich nehme mal Feuerzeug. Habe ich sogar noch dabei. So. Warte, ich habe noch mehr. Alter, wie viel hast du denn bitte? Ja, so, wir kommen gleich nach. Hast du fertig? Gut. Was schmeißt die hier runter, Herbert? Yeah! So. Achso, ich sollte die. Ist hier aufs Armblöcke runtergehen. Ach, ich muss mir aussetzen. Infinite Error. Ja, die vorhin auch. Vielleicht kommt das Plugin damit irgendwie nicht klar. Das ist so schön, mal Minecraft zu spielen, ohne alle 30 Sekunden vom Server zu fliegen. Life in the Woods. Müssen wir hier ein Zaun wegmachen, ne? Ja, ich flieg gerade mal hoch, das geht ja gerade mal ein bisschen schneller. Außerdem hat man auch so eine schöne Aussicht. Und der ist ja ein Fliegen, dauert schon lange, ne? Ja. Guck dir mal diese Aussicht an. Fliegen dann nachher zu Jonas los. Tippe mich mal. Warte. Tee, auch schön. Wir starten hier alle von einem Fleck aus, also jeder auf einem Fleck. Scheiße, warum ist das Tippe? Sorry. Ich bin so, jetzt normal. Ich bin vom Server gekickt worden, weil ich geflogen bin. Ja? Oh, das ist irgendein Plugin. Was war denn jetzt los? So, Herbert, bist du hier da? Warte. Ich dachte nicht, dass Konrad mich teleportiert. Ja, oder? Aber. Dürfte ich meine Sachen wieder haben? Hey, Leute. Bist du gestorben? Rufen? Ja, natürlich. Ach so, ich dachte, du hast die Leiter aufgehabt. Wo bist du denn gestorben? Ach Leute, das tut mir so leid. Das tut mir jetzt auch leid. Rufen, bist du denn gestorben? Ich dachte, ich war schon oben, deswegen dachte ich, du teleportierst mich nicht mehr. Ich dachte. Wo ist denn gestorben, Rufen? Warte, hol dir einfach. Hier. Ich hol's mir, ich bin schon da. Ach, ich hab den Zauber. Das war super. Das war super. Oh Leute, wollen wir dich einfach von der Fee hören? Dann sozusagen ist ein bisschen gucken oder. Wir machen das jetzt von hier. Komm, jetzt kannst du mich aber teleportieren. So, jetzt Achtung, ich teleportiere, aber ich gehe mal nicht wieder so weit an den Rand. So. So. Okay. Jump. Alle Elytra? Wo wollen wir eigentlich hinfliegen? Nein. Ich habe mir so gedacht, über Jonas Haus darüber. Ja, aber wir müssen gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Warte, ich gehe mal auf die Kante. Könnte ich auch meine Elytra haben? Warte mal, hast du keine? Nein. So. Warte. Warte. Tut mir leid, Leute. GIF. Warte. Weil die behalten wir dann einfach so. Konrad, jetzt möchte ich mal sehen, wie das aussieht, wenn ich so runterspringe. So, hast du jetzt eine oder 64 bekommen? Eine. Ich sehe, wie das so aussieht, wenn ich so runterspringe und ich so. Ich will mal gucken, was gucken, wenn ich jetzt. Inventory. Ich glaube, ich kann von euch das Inventar sehen, oder? Also egal. Ich konnte irgendwie von euch das Inventar sehen und was rausnehmen. Das weiß ich noch. Es geht vorher auch irgendwo. Ja. Ab geht der Peter oder wie? Und. Alle an die Kante stellen. Oh, sorry. Nein, ich bin runter. Konrad, dann nehme ich nochmal. Ja, dann fahr hoch. Oh, Leute. Oh, cool, ich flieg hier so über Jonas. So, du fliegst aber nicht mehr lange, denn. So, Herbert, du bist ja weg, oder was? Okay, also, wir laufen rein. Warte. Ich hab Flugmodus. Komisch. Ist doch. Ist richtig. Ey, Konrad. Immer wenn ich gekickt. Nein! Und ich war auf dem Zimmer rausgehe. Ja. Dann ist alles wieder so richtig, dann wackelt alles wieder so richtig hart und so. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss sozusagen nochmal mein Minecraft neu starten. Ja, ja. Kannst du mir mal Flugmodus weg? Ja. Ja, auch. Nee. Wo bin ich? Achso, ich flieg mal jetzt noch ein bisschen rum hier. Ich flieg mal nach oben und mach dann von dir die Elytra. So, ja, das war's eigentlich erstmal von dem Server. Wir machen gleich noch einen Elytra-Sprung, mal, wenn man das bei der Nacht sieht, wie das hier alles erleuchtet ist. Komm alle her. Alter, man kann hier, guck mal, wie der geil ist aus Idona. Ruben! Komm mal her. Man kann hier extrem geile Timelapse machen. Guck dir das mal an, Idona, guck mal. Ich folge dir. Idona, ich folge dir. So, warte, jetzt flieg ich mal da hoch. Warte, Ruben, ich hatte doch letztens so eine geile Mucke. Warte, ich mach die nochmal an. Das muss nochmal sein. Weißt du, wie bei Life in the Woods letztens? Ich bin hochgeflogen. Was war denn das? Hey, du hast noch. Hä, wie kannst du das? Fly? Du hast doch auch Fly. Nein. Ich hab's ihm weggenommen. Ich hab Konrad gesagt, dass er es mir wegnehmen soll. Oh, wo ist denn das jetzt hier? Ich brauch Dragon Age Inquisition brauche ich. Was ist für die Eisengolem-Farm oder Rufus Tower? Das ist so, Leute. Ich mach jetzt ein bisschen Mucke an, ne? Bisschen epische Musik.
Seht ihr das? Da ist er noch fast über einen Burn. Warte. Oh, das war das Falsche. Haha. Da. Das, oder? Das hier? Ja, das ist okay. Wieder da. Nein, du machst die ganz klassische Musik an, die wir so oft gehabt haben. Welche denn? Das Aion-Ding da. Aion? Aion, genau. Aber welches denn? Ich habe ganz viel von Aion. Nero, das ist okay mit der Musik. Ich mach die noch ein bisschen lauter. Das ist so eine richtig klassische. Ist jetzt auch egal, die Musik ist auch schön. Schade. Ja, an dieser Stelle, ich flieg jetzt, ich spring immer mal runter, ne? Ja, ich. Warte. Ja, dann komm. Warte. Warte, einfach aus Prinzip, weil es geht immer schneller. Achtung, nicht erschrecken, Leute. So, jetzt sind auch wieder alle da. So, dann springt Evan nacheinander einfach runterkommt. Hopp. Die falsche Mega. So, jetzt Herbert, komm. Och, Herbert, was machst du denn jetzt? Wenn ich jetzt da wieder runterfliege, werde ich vom Server kicken, ich muss mal wieder neu starten. Ach so, ja, okay. Dann, Herbert, muss jetzt einmal kurz aushalten. Ja, ich flieg mal noch mal ein bisschen durch die Welt hier. Gleich wird die Musik noch etwas schöner. Also wenn man sich das mal anguckt hier, was wir so gebaut und geschafft haben, ich kann da gar nicht nach unten kommen, ich hätte immer automatisch nach unten fliege. Guck mal durch die Brücke. Hat nicht so geklappt. Das war's mit der Epic. Ich flieg mal jetzt nochmal hier durch. Also wenn man sich das mal so anguckt, ist schon krass, was so, keine Ahnung, über ein, zwei Jährchen so passiert ist. Ja, leider muss man ja mal sagen, bei Life in the Woods fehlt so ein bisschen die Motivation, aber wenn man sich das mal anguckt, hier kann man es auch verstehen, weil irgendwann hat man auch mal alles gebaut und hat auch mal irgendwie alles abgeschlossen und irgendwann hat auch mal alle Ideen mal gebaut, wie man dieses komische Turm hier zum Beispiel. Irgendwann sind halt auch mal die Ideen alle und das ist ja auch vollkommen verständlich. Mal gucken, wie lange wir Life in the Woods noch durchhalten. Mal sehen. Das Ende naht, so sag ich's mal. Ich glaube, ich pipi in den Augen. Ja, ich auch. Also wirklich, wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 3 Stunden oder so? Keine Ahnung, ewig lange, 2-3 Stunden. Wir haben das kann ich ja mal annehmen, wir haben das alles hintereinander weg aufgenommen, weil zwischendurch immer Cuts gemacht. Ja, so entsteht was. So, und mittlerweile sind wir jetzt die Talk to the End Gruppe hier. Gruppe. Ja, mit Höhen und Tiefen, wie das halt immer so ist. Aber so ist das nun mal. Wie gesagt, gibt es dann diesen Spruch, Geschichten haben ihren Ursprung oder sowas. Und ich würde sagen, das ist der Ursprung. Warte, kann ich mal die Sichtweite ein bisschen weitermachen hier? Oder ich glaube, das ist vom Server. Ich glaube, die wird vom Server irgendwie automatisch ein bisschen gedings. Jetzt gibt die Musik nochmal richtig Gas. Ah, ja, also ich fliege einfach nochmal so ein bisschen rum hier. Nochmal hier zu Herbert. Dingens da, ja, warte. So. Und ich glaube, zum Abschluss stelle ich mich dann wieder da, wo ich auch angefangen habe heute. Das kann ich auch mal kurz erzählen. Und zwar, als ich das letzte Mal hier auf dem Server war, da hatte ich meinen Computer nicht und da habe ich mich auf diesen Kirchturm gestellt und habe gesagt, ich komme erst wieder, wenn ich meinen guten Computer habe und ich diese Aussicht mit Shadern genießen kann. Und ja, jetzt ist es soweit. Oder schon etwas länger. Wir haben halt nie geschafft, alle zusammen mal irgendwie auf dem Server zu kommen. Und jetzt haben wir mal nochmal so einen kleinen Flashback gemacht. Ich drehe mich noch immer so ein bisschen episch im Kreis, da fliegt auch immer einer durchs Bild. Es war einfach schön und musste mal wieder sein. Und ja, ich drehe mich noch ein bisschen im Kreis, hier fliegen noch ein paar Leute durch die Gegend. Ja, nochmal, falls man irgendwie Jona doppelt und dreifach gehört hat, ich entschuldige mich dafür, aber wir hatten jetzt leider keine anderen technischen Möglichkeiten, das hier anders zu lösen und ich glaube, so schlimm war es am Ende auch gar nicht. Ja, ich würde sagen, sind wir erstmal fertig. Fliegt auch mal einer durchs Bild. Ja, ist schön. Also, nicht so knapp, wie es haben wollte. So. Ich glaube, ich werde erstmal nicht allzu bald wieder hierher kommen. Und wenn, ja, mal gucken. Oh, das war nice. Leider verschwindest du dann nicht. Ich glaube, ich habe die maximale Sichtweite beim Server automatisch auf 8 gestellt. Ja, müssen wir irgendwann nochmal. Oh, nice. Sieht echt schön aus. Oh, bist du auch gekickt. Ja, an dieser Stelle bin ich um Ruhe. Dann bis zum nächsten Mal. Wo auch immer. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Ah, schön. Okay. Tschüss.